Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Megasylph. Mit mir, der Jutis, hier liegen 1000 Kabel. Ich hoffe, das geht. Ja, misch dir mal dein Pad da raus. Was? Misch dir mal dein Pad da raus. Wie meinst du das? Misch dir mal dein Pad da raus. Er holt's einfach aus der Kabellage raus. Ey, hab ich da jetzt schon. Ich dachte schon, weil ich es in der Hand habe, was will sie von mir? Alles ich mach gut. Den Sound ein bisschen lauter, nicht, dass er nachher nichts hört. Warte mal, da fällt mir ein, was ich noch machen wollte. Ich wollte ein wenig eine Eskalationsschraube drehen. Ah, weil es so lustig ist. Kommt denn hier die Geschichte? Ja. Geht weg. Ich kann es nicht wegdrücken. Hast du wieder? Bist du wieder das Play 1? Wir müssen uns das angucken. Oh mein Gott! Ich drücke einfach den Start drauf. Mit kein Haar. So. Wir haben was vergessen. Die Amiibos. Nein, hör mal hin. Ah. Jetzt haben wir es. Gut. Es kann noch besser werden. Ah, das hatten wir schon längst. Ja, das hatten wir. Wir wollten die Amiibos einscannen. Ja, ich weiß, ich wollte nur mal sicher gehen, dass ich Player 1 bin. Ich dachte, dieses Lalalö haben. Ich gebe dir Midna und Link. Hallo, Midna und Link. Ihr sollt ihr nicht verpassen, was wir hier Schönes kriegen. Nein. Ein paar Fluchtfesseln. Ich gebe dir Link. Hallo, Link. Yay! Da, 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 freut sich die Sefi. Da, 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 da. Kommt gleich Toon Link angeritten. Ich glaube nicht, dass er ein Pferd kriegt. Er hat ein Phantomschwert gekriegt. Warum nicht? Ich meine, wir haben Toon Link, wir haben Toon Zelda. Warum kann es denn kein Toon Epona geben? Warum nicht? Ein Kopierstab. Wow. Ein Variant. Ja, der ist sehr variabel. Da hätten wir mal Ganon nehmen sollen. Wieso nimmst du eigentlich nie Ganon? Du hast gesagt, nimm Aal. Wir haben Ganon außerdem noch gar nicht freigeschaltet. Wir würden irgendeine Random-Waffe durchbringen. Und eine Maske. Midna hat eine Maske. Also wenn er Majora's Maske stehen würde, ja, das würde ich sofort verstehen. Aber Midnas Maske? Ja, das ist doch ein Stück von ihrer Maske. Was würdest du denn sonst sagen, was das ist? Das ist für mich ein Helm oder ein Hut. Ja, aber oder insgesamt ein Bruchteil einer Maske. Laut der Story. Für mich ist es immer noch ein Helm. Ja, was machen wir jetzt hier? Weiter? Ja, ja, wir waren da stehen geblieben. Bye, 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 da. Oh, wir sind ja schon wieder im Wolkenhort. Ja. Dieser Ort wird uns nie los. Oder wie ähnlich. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal Sia aus 8, 6, 7, 8. Ja, yeah, ein Herzbonus. Wen nehme ich? Warum, Spiel? Warum? Ach, du armes, armes Ding. Du tust mir so in der Seele weh. Ach komm, Volga. Mein Freund. Nimm doch Pyroma. Da bist du wie so ein Sportler. Ja, aber mit Volga haben wir noch gar nichts gemacht. Ach so. Der ist immer noch dabei. Ja, Volga hat viel mit uns gemacht. Also, ich muss doch beim letzten Mal abgekackt. Sensed another powerful and unknown entity in a separate rift in time, this one on the floating island of Skyloft. When she arrived there, found it already beset by a vast army of monsters. Who commanded them, Sia whispered. The inhabitants of Skyloft were clearly overwhelmed. Many thought that the end of the world was at hand. Fi, a servant of the goddess, fought along with humans. But the beast's advance could not be stopped. A great darkness would soon over Skyloft. Sia cared nothing for the fate of the villagers. She began formulating a plan. Whatever being had brought these creatures to Skyloft would make a powerful servant. She would need to subjugate it and make it her own. Launching herself into battle in Skyloft, Sia looked for an opportunity to weaken this dark power, and then add it to her forces. Yay. Weißt du, beim letzten Mal musste ich Volga doch opfern, um Pyroma und unser Hauptquartier zu retten. Ach ja. Das ist Volga doch da abgekackt. Oh, armes Mädchen. So, los geht's, Lutz. Ich hasse diesen Ort. Berlin, wo kommt diese Ruine her? Ich hab keine Ahnung. Im Wolkenhaut gibt's doch keine Ruine. Oder haben wir irgendwas im Spiel übersehen? Mein Bruder wird's mich nicht. Oh. Mit diesen Dämonen werden wir fertig. Den Text habe ich nicht zu Ende lesen können, weil ich vergessen habe, dass ich Volga spreche. Es wäre unklug, es direkt anzugreifen. Wir sollten uns von den Einheimischen helfen lassen. Hi, Volga. Das bin ich. Ach, nicht. Okay.
Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. Erobern wir eine ihrer Festungen zurück. Oh, die gehören jetzt uns. Au. Hört mal auf, mich zu dissen, die blöden Drecksviecher. Ich merke schon, es war ein Fehler, Volga zu nehmen. Der kann ja gar nichts. Also ein Kombo-Held werde ich nicht. Du bist ein Held der Herzen. Das sowieso. Oh, hallo Festungsfritzi. Ich dachte schon, was bist du denn? Du bist da hinten. Hi, da gibt's den zweiten Wolke. Sehr schön. Der kann wahrscheinlich besser kombinieren als ich. Ja, momentan steht er nur doof rum, von daher. Was eine epische Kombo. Oh, Steinmeister. Oh. Ey, kombiniere das. Rumstehen mit nichts tun. Oh, das ist evil. Das ist das eviligste, was du machen kannst. Das ist einfach böse. Au, ich hab vorher schwer das Gesicht gesehen. Au, au. Oh, da ist die Kürbisbar. Töte sie, alle. Was sind die Kürbisbar? Ja, töte sie. Na gut, dann müssen wir wenigstens dem Typen seinen Kronleuchter nicht mehr abbezahlen. Ich glaube, das haben wir eh nie getan. Nein, der wartet doch wahrscheinlich immer noch. Eines Tages wird er wiederkommen. Wir sind hier, um euch zu helfen. Mit diesen Dämonen machen wir kurz einen Prozess. Wie er dabei so grinst. Hey, Schnucki, wir retten dich. Vielen Dank, wir sind für jede Hilfe dankbar. Oh, die habt ihr ja schon vorgespielt. Ich empfehle, das Besiegen der Riesenmonster zur obersten Priorität zu machen. Aber wo Riesenmonster? Ich nehme mir gleich hier dahin vor. Oder er nimmt sich mir hier vor, je nachdem, wie man es nennt. Wie blöde. Dings. Gott. Wo ist er? Tada. Da noch einer. Wer stellt sich dem Dunkelfürsten Girahim in den Weg? Das verlangt nach Bestrafung. Alter, lass das, ich kann mich nicht rühren. Er kontrolliert also dieses Riesenmonster. Wir müssen ihn aufhalten und unser Hauptquartier beschützen. Warum? Ich will das nicht. Mami. Ja, Kindchen. Wo bist meine Mami? Vielleicht. Du willst nicht wissen, was hier ist. Ein Riesenmonster? Ja. Welches? Ja, was wohl? Was gibt's in Skyward Sword? Nein! Das sind Strangers. Wenn ich mich von hier runterschmeiße vom Wolkenhorn, ist das tief genug, um zu sterben? Nämlich, wenn dich so ein Vogelfutzi rettet. Deswegen sind die da wahrscheinlich. Los, fall. Oh Gott, das kriege ich ja nie hin. Wow. Los, robb da runter. Nein. Oh, hier ist ein Baum. Die Wahrscheinlichkeit meines Ablehnens sind signifikant gestiegen. Hey, wenn du so doof bist und dagegen fliegst, dann ist es so kein Wunder. Oh, das war auch das Timer. Ich hab 6. Toll, ich hab keinen deiner Zielgruppe getroffen. Oh. Dann gehen wir doch mal mit den Füßen kaputt. Willkommen in meiner Welt! Jetzt sieht deine Füße komisch aus. Ich habe mich da, als wir in der Skyward Sword Welt waren, als wir gegen Dolmetsch gekämpft haben, hatte ich ja Sheep damals. Ja. Und ich habe mich zwischen seine Beine gestellt und die Spezialattacke von Cheek gemacht. Die hatte diesen unglaublich großen Radius. Ja, hat man ja auch gehabt. Und ich habe keinen von diesen 10 erwischt. Keinen.
Füße machen verrückt. Ah, hallo Pyroma! So, geht doch. Was machst du denn hier? Nicht näher angehen, Pyroma! Bist du verrückt? Bleib da stehen! Hey, hilf mir mal, du trotteliges Vieh. Toll, jetzt ist meine Attacke geportet. Hast du dann Spaß? Nein. Ah, verdammt! Ich frisst das Haus auf. Aber Pyroma und ich, wir schaffen das. Verbannte? Hallo? Vielen Dank, Pyroma. Ich fehle eine seltsame Aura dieser Zauberin. Aber das kann nicht sein. Ich hab meine Träume. Ah! Wo bist du, Fuzzi, denn? Vielen Dank, Pyroma. Bitteschön. Au. I'm on my way. Ah, der Verband ist kein Problem. Hier ist nur so ein Stein, was mir um den Sack geht. Oh, den habe ich jetzt auch gekillt. So, du bist tot. Nieder mit ihm! Wo bin ich? Hab ich was erwischt? Ja, du hast eine Vorderzehe erwischt. Ja, wenigstens etwas. Ah, ich kann ja auch mal was machen. Geh kaputt, eine Zehe, geh kaputt. Ich habe eine Zehe gekillt. Oh, was tust? Er fällt! Baum fällt! Au. So. Ich bin in ihm drin. Herzlichen Glückwunsch. Einer der 10 Orte, wo ich nicht sein möchte. Alter, das hat überhaupt nichts bis gar nichts abgezogen. Ah, geh weg, geh weg. Hilfe, will mich fressen. Ja. Hilfe. Ja, bescheuerter als vorhin, als er irgendwie in den Baum geflogen ist. Das geht's dann. Ich bin doch erst auf Level 2. Ich bin doch erst 2 Jahre alt. Ich werde dieser Verband schon unten kurz hören, ob ich jetzt alle meine Füße. So, und der Einsatz meines Lebens habe ich 2 Zehen gekillt. Ich bin verschmolz auf mich. Ich wusste, dass der Verbannte hier ist, hätte ich doch ihn anders genommen. Ah ja, hätte Fahrradkette. Ich wünschte, ich hätte eine Fahrradkette, da könnte ich mich mit erhängen. Er fällt gleich. Dein blöder Zeh geht in den Boden, das ist voll Cheater. Ich habe nur 2 Special Attacks, die ich machen kann. 2 Kombos. Wieso steht der Ding hier schon wieder auf? Weil er gerne in die Wand roppen will. Das ist bestimmt mit Pac-Man verwandt. Ja, ja, jetzt machst du den Zeh, kriegst du den Sturmwellen, bla bla bla. Geralm ist hier? Ah, der hat irgendwas vom Blitzen gemacht. Das wurde einfach vom Blitz getroffen. Das ist der Verwandte. Wann kann er einen Blitz entschleunigen? Der kann das, glaub mir. Wann kann er das? Das kannst du eigentlich nicht, du Drecksvieh. Bin ich gerade zwischen seinen... Ja! Hab ich was getroffen? Nein! Oh Mann! Oh, ich glaube, du hast ein bisschen vorgeschwächt. Also die Zehe. So, ein Fuß ist weg, ab. Zweites auch fast ab. Ja, sehr schön. Einzige Fernattacke, die ich habe. Du kannst sagen, passiert doch mal. Ja. Das ist doch Mobbing. Ja, wie sagst du das? Ja, er wird mich fressen, er wird mich fressen, er wird mich fressen lassen. Er frisst auch mich. Gute Idee.